Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel hier auf dem Kanal. Durch Zufall bin ich bei Steam auf das Spiel Picklock gestoßen. Ich habe mir den Trailer angeguckt und dachte, es ist mal was anderes. Ich nehme euch einfach mal mit auf diese wunderschöne Reise. Ich bin gespannt, wie es euch gefällt und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Ja, ich habe nur eben schon mal den Check gemacht, ob die Soundqualität passt. So, Greenville 2237. Aber einer gar nicht glücklich aus. Ah, weiter trauriger Tag, okay. Schöner Sportwagen. Ja, was eine Absteige, kann man definitiv so sagen. So, und Intro durch. Damit wissen wir, auf was zu tun ist in diesem Spiel. Wir sind am Anfang einer hoffentlich erfolgreichen Diebeskarriere. Es ist mal was komplett anderes. Das heißt, ja, wir werden hier einfach mal so ein bisschen, ah, das ist die Stadt, wir werden hier mal so ein bisschen die Nachbarn besuchen. So, Nachbarhaus, das wollen wir auseinander. Ja. Ich habe keinen Dietrich, aber ich weiß vom Ersatzschlüssel im Blumentopf. Ja, man kennt es, Standard. So, ich guck nur mal nicht, dass einer noch zu Hause ist. Nicht, dass die hier irgendwie im Bett liegen und ich die gleich versehentlich aufwecke. Nee, sieht aber gut aus. Links, rechts. Keiner da. Gut, schnell rein hier. Ja, Klassiker, man kennt's. Man kommt rein und erstmal geht das ganze Licht an. So, such nach was Wertvolles. Kann man den Fernseher mitnehmen? So. Ah, E drücken, wir sehen alle. Okay. So, bedeutet, was auch immer das ist, so wie eine Statue, die nehmen wir mal mit. Den Fernseher können wir nicht, aber hier die Box nehmen wir mit. Okay. Haben wir hier sonst noch was? Nee. Dann irgendeine. Das sah jetzt nicht nach einer wirklich Küchenmaschine aus, wenn ich das mal so sagen darf, aber okay. Kann man hier. Ah, okay, ich brauche. Da komme ich nicht hin. Ja, ist ja gut. Das heißt, ich brauche nicht immer E drücken, sondern ich kann auch einfach so suchen. Einen Drucker. Einen Drucker kann man immer gebrauchen. Zimmerpflanze. Oh, da ist noch was. So. Ah, Kinderzimmer. Nee, Kinderzimmer lassen wir, glaube ich, aus. Wir gucken nochmal im Bad. Toilettenpapier. Geil. Wertvolles Gut in der heutigen Zeit. Die Macher sind up to date, würde ich sagen. Nee, hier gibt's nichts. Da noch eine Uhr oder sowas vielleicht. Ja, da komme ich nicht hin. Ja, wieder kommst du nicht hin. Okay, hier ist noch was im Kleiderschrank. Ja, die Tiefkleider der Frau mitnehmen, den Koffer. Ah, ein Staubsauger. Da steht sogar, was das war. Ah, ein Staubsauger. Ja, so, ich klaue auch immer Staubsauger. Ich habe gerade gesehen, hier vorne lag noch irgendwas. Dachte ich. Nee. Ah, eine andere Seite des Schranks. Okay. Nee. Haben wir hier alles? Ja, wir haben hier alles. Okay, keine Ahnung. Arbeitszimmer. Ich habe hier hinten noch was gesehen. Ein Picknickkörbchen. Eine Gießkanne. Natürlich. Ah, das war eben eine Flasche. Okay. Eine kleine. Kleine Waschmaschine haben wir gestohlen. Ja, nee, ist okay. Hier hinten noch was im Sandkasten? Nee. Aber. Hier im Arbeitszimmer gibt es noch was. Also das Kinderzimmer sparen wir. Das ist nichts. Aber auch ein cooler Boden, ne? Bisschen unruhig, aber sonst nicht schlecht. So. Was ist das hier oben? Wir sind 92% voll und haben 0. Geld, okay.
Hatten wir hier vorne schon irgendwas geklaut? Ah, da! Ja, super. Wir laufen an 500 Kröten vorbei und sehen sie nicht mehr. Und jetzt ist das Geld auch noch voll. Ich würde sagen, dann sind wir für hier erstmal fertig. Ab ins Auto. Ja, möchten wir. So, dann gucken wir mal. Neuer Rekord. Ja, sehr schön. Das war jetzt echt schwer beim Nachbarhaus. Morgen, ne? Morgen kommt uns der Nachbar entgegen und sagt, oh nein, wir wurden ausgeraubt. Und dann, ich hoffe, wir treffen ihn nicht. 3500 Euro in Warenwert. Okay, fortsetzen. So, bin wieder im Geschäftskern. Es geht schon. So, er wird mir Werkzeuge und Tipps geben. Okay, das heißt, wir müssen hier zum Pfandhaus. Okay, ja, dann auf geht's. So, was läuft? Hallo, Alter, Freund. Wie kann ich dir helfen? Brauchst du Gitarrenseiten? Nee. So, dieses ehrliche Leben ist Blödsinn. Ich brauche deine Hilfe. Jawohl, tolle Nachrichten. Picklock ist zurück. Bin ich nicht mehr in der Szene aktiv? Okay, mal sehen, was ich für dich habe. Wie wär's mit einem kleinen Nähfabrik? Okay, kein Alarm, keine Kameras. Bricht einfach leise ein und achte auf die müden achte auf den müden Sicherheitsmann. Ja, cool. Großartig. Das eine maßgeschneiderte Jacke abgreifen. Selten und sehr teuer. Klingt toll. Aber mir fehlt das Werkzeug. Ja, eine Brechstange. Das ist gut. Eine Brechstange ist schon mal ein super Ding. Ja, dann würde ich sagen, kann ich jetzt eigentlich wirklich nochmal zu den Nachbarn? Nee, kann ich nicht. Okay. Vielleicht, weil ich noch nicht das Kinderzimmer geklaut habe. Möbelgeschäft. Okay, Möbelgeschäft, Immobilien. Lasst uns erstmal kurz zur Immobilienagentur. Das ist ja, wahrscheinlich können wir da nicht einbrechen. Das sah ja nach einem Verkaufspunkt aus, aber interessiert mich ja schon mal. Ah, okay. Hübsches Apartment, luxuriöse Villa. Okay. Ja, haben wir aber leider nichts für von. Ich würde sagen, hier hinten gibt es eine Bar. Ein Autohaus. Das gucken wir uns später an. Nachtclub. Nein, Nachtclub gibt's nicht. So, Mission starten. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal zum zweiten. Ah, da ist der Wachmann. Okay, zur zweiten Mission hier über. Ich vermute, wir müssen hier vorne hin, ne? Oh, 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 oh. Auf den Wachmann hier allerdings achten, ne? Tür auf, Tür zu. Gleiches Spiel hier. Ja, okay. So, können wir jetzt hier irgendwas auch klauen? Ich habe gerade noch nichts gesehen. Beeilen, der geht seine Runde, ne? Nein! Ja, ich würde sagen, habe ich direkt mal verkackt. Wir starten nochmal neu. Und irgendwie ist die Musik so leise, obwohl ich. Ah, wir können sie. Ich hoffe, es geht noch für euch. Muss ich mir definitiv nochmal angucken. Tür zu, nicht, dass es gleich auffällt.
Klopapier wieder. Ah, ich glaube, das schaffen wir nicht. Warte mal. Hier ist noch ein dicker Tresor, oder was ist das? Okay, aber ich glaube, wir warten hier nochmal ab. Wir gucken nochmal. Es gibt... Viel gibt es tatsächlich nicht, ne? Wir haben hier ein bisschen Stoff, eine kleine Dings mitgenommen, aber... Ja, wir warten hier nochmal die nächste Runde ab, wenn der Kollege hier durch ist. Dafür werden wir bestimmt wieder ein bisschen länger brauchen. Können wir hier noch was? Nee. Ja, komm. Lieber müder Wachmann. Ich trau mich noch nicht hier in die Ecke zu gehen. Ah, okay, können wir doch. So, dann jetzt schnell hier auf. Zap, zap, zap. Vor allem mit einer Brechstange, ne? Das ist jetzt auch nicht... Aber soll uns ja egal sein. So, ich würde sagen, wir haben alles. Ah, seht ihr, ich habe schon wieder vergessen. Man sieht ja oben, wie weit man ist. 3000 gestorben. Krass, hat sich gelohnt. So, ja, sind wir uns sicher, wir fahren hier mal schnell weg. Ich will nicht schon wieder erwischt werden. So, ja, neuer Rekord. 5500 Euro für ein bisschen Stoff? Das läuft. So. Können wir jetzt zum Pfandhaus? Oder haben wir das Geld jetzt schon bekommen für die Sachen? Müssen wir das jetzt noch im Pfandhaus verkaufen? Es gab ein Ausrufezeichen. Mal gucken. Hey, Kumpel, Großartig. Ja. Jedenfalls sagen das die Zeitungen. Ja, wir sind also schon in eine Zeitung gekommen. Wir haben noch nicht mal angefangen, richtig? Nein. Ja, ich war erfolgreich. Er hat einen neuen Job für uns, der Kumpel. So, Metzger, okay, sind wirklich gut, kleine Kameras, Bus. Ja, okay. Vor der Tür prüfen. Mhm. Ein Metzger, wir rauben einen Metzger aus. Ich weiß ja nicht. Ah, okay, das heißt, das ist jetzt gelb, weil wir es haben, das Nachbarhaus noch nicht, weil wir da noch nicht... das Kinderzimmer geraubt haben. Okay, ich verstehe. Ja, so, dann... Das läuft so wie am Schnürchen. Also gut, naja, Schnürchen relativ. Wenn der hier vorne ist, gehen wir einfach mal nach hier hinten. Gucken. Ich dachte gerade schon, der kommt hier ran. Deswegen bin ich nochmal schnell weggelaufen. Nee, doch. Schaffen wir noch rein. Wir spielen mal wieder auf Risiko. Ich meine, nochmal erwischen. Ja, gehen wir einfach mal das Risiko ein. Der wird schon nicht aufs Klo gucken. Glück gehabt, tut er wirklich nicht. Oh, der schließt hier alles auf und zu. Das ist ein guter Sicherheitsmann. Komm schon. Hackbeil nehmen wir mit. Da ist nichts mehr. Okay. Was ich ganz interessant finde, dass man wirklich sieht, wo der Sicherheitsmann langläuft. So, diese Sicherheitsmann-Linien hier quasi. Wir machen mal die Tür zu. Der läuft jetzt. Ja, da ist noch die Kasse, die brauchen wir noch. Vielleicht können wir gleich durch die Vordertür abzwitschern. Mann, da komme ich nicht hin. Ja, du sollst doch hier lang gehen. Ah, ich mach gleich nochmal die Tür zu. Nicht, dass der uns gleich sieht, wenn wir die Vordertür hier knacken, um da raus zu gehen. So, schnell die Tür hier vorne. 5000, der Metzger muss echt gut sein. 5000 Euro in der Kasse liegen haben. Läuft. So, schnell Tür auf. Die lassen wir jetzt auch einfach auf und dann starten wir mal leise unser Auto. Und dann nicht sie weg hier. Zap, zap. So, neuer Rekord. Neuer Rekord. 2210 ist doch kein neuer Rekord. Vielleicht für den Metzger? Weiß ich nicht. 5000 Euro. Ob man die später nochmal... rauben kann. Ich weiß es nicht. Oh, man kann F drücken. Geld 17.000, Bekanntheitsgrad unter Kriminellen. Ah, Anzahl der Straftaten eine, ja. Schade, perfekte Mission 2, okay. Öffnet Schlösser verfügbar.
Okay. Ja, ich würde sagen, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde das Spiel bisher ganz, ganz gut. Ich könnte mir vorstellen, noch ein paar Folgen zu bringen. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da. Und bis später. Tschüss.